Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen tollen Let's Play. Heute habe ich für euch Super Mario World. Ich bin der Martin und ich spiele hier den Klassiker von Nintendo aus dem Jahr 1990. Und ja, das Spiel ist klasse. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß dann habt, wenn ihr die ganzen Episoden hier anschaut. Und ja, hüpfen wir gleich mal in die Action. Also, der Text sagt, willkommen, das ist das Dinosaurierland in diesem komischen Land. Haben wir herausgefunden, dass die Prinzessin Toadstool wieder vermisst wird. Scheint so, dass Bowser wieder dahinter ist. Und ja, treten wir dem alten Knacker doch mal ordentlich in den Hintern. Also schauen wir gleich mal ins Yoshi-Haus, wo aber nichts besonders los ist. Da sagt einfach nur Yoshi, hallo, ich bin nicht zu Hause, ich bin unterwegs, um meine Freunde zu retten, die von Bowser entführt wurden. Und ja, wir können hier nach links und rechts gehen, in Yoshi's Island 1 und Yoshi's Island 2. Wir gehen aber nach links, weil wir dann gleich zum tollen Switch Palace kommen, wo wir ja, ein paar Blöcke freischalten können. Nur zur Info, ich spiele das Ganze auf einem N64-Controller und zwar habe ich das alles an den Emulator hier am PC angeschlossen und das hat dann hier so ein bisschen Original-Feeling. Ist natürlich nicht ganz legit hier, weil es natürlich nicht der Super Nintendo-Controller ist, aber ja, ich hoffe, das geht's auch. Also ich bin einigermaßen fit in dem Spiel, ich habe es ja schon in meiner Kindheit gespielt und auch letztens öfter gespielt und ja, läuft auf jeden Fall ganz gut. Ich versuche auf jeden Fall auch alle Yoshi-Münzen hier am Anfang mitzunehmen. Das werde ich natürlich nicht während des ganzen Let's Plays schaffen. Aber ja, zumindest mal jetzt ein paar mitnehmen. Dann kann man auch ein paar Leben sammeln. Und das war schon mal nicht so gut. Den Pilz nehme ich auch auf jeden Fall mit. Hier kann man was ganz Cooles machen. Und zwar kann man den Panzer aufheben und nach oben schleudern. Und dann, da kommt ein Leben raus. Und das kann man auch gleich hier ganz gediegen aufnehmen. Hier ist übrigens die erste Möglichkeit, eine Blume zu holen. Mit der kann man hier so cool schießen. Und das macht dann die Gegner zu Münzen. Nicht alle, aber einige. Zum Beispiel bei dem Banzai-Bill, der gerade durchs Bild geflogen ist, ging es nicht. Und dieser tolle Chuck hier, den machen wir auch mal fertig. Den muss man dreimal treffen und dann geht das. So. Diese Linie, die ich gerade durchquert habe, für jeden, der es nicht weiß, das ist quasi so eine Sternenlinie. Da kann man Sterne sammeln. Das geht von 0 bis 30. Manchmal geht auch ein bisschen mehr mit ein paar Tricks. Auf jeden Fall, wenn man von denen dann 100 gesammelt hat, dann kommt man in eine Bonuswelt, wo man dann auch nochmal ein paar Leben abgreifen kann, aber das zeige ich euch dann auf jeden Fall, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal zum Switch. Das ist an sich ein leerer Raum, da ist nur dieser P-Switch hier drin, das blaue Teil, das ich aufgenommen habe. Und den kann man hier drücken und dann... Moment. Tada! Ist alles Münzen. Und ja, wenn man die aufsammelt und 100 Münzen gesammelt hat, dann kriegt man ein extra Leben. Die meisten von euch müssen es ohnehin wissen, weil das Spiel ist ja bekannt. Genau, und da läuft man hin und da ist ein riesengroßer Switch, den man drückt und dann werden alle umrandeten gelben Blöcke zu normalen, ja, gelben Blöcken. Genau. So, die werden jetzt überall in die Welt verstreut. Und alles, was jetzt davor so umrandet war, ist dann quasi, ja, ein fester, solider Block. Was gut ist. So, dann gehen wir auch mal gleich nach rechts über ins Yoshi's Island 2. Und hier gibt es eigentlich schon eine der coolsten Sachen, die ich finde im ganzen Spiel. Und zwar kann man hier so Anlauf nehmen, dann kann man den Panzer nehmen, loslassen und zack, hier alles abräumen und dann kriegt man ein extra Leben. Und hier bei dem zweiten Freizeichenblock ist Yoshi drin. Hooray, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Yoshi. Auf meinem Weg, meine Freunde zu retten. Bowser hat mich in diesen Ei gefangen gehalten. Und da das böse ist, wollen wir den armen Yoshi doch gleich mal befreien. Yoshi hat so ein paar coole Fähigkeiten. Also man kann nicht nur auf ihm reiten, sondern man kann auch hier so Koopas aufsammeln mit Panzer. Und wenn man hier ausspuckt, wirft das so coole Flammen. Aber nicht immer. Es kommt immer darauf an, welchen Panzer man aufsammelt. Es gibt zum Beispiel auch einen blauen Panzer. Da kriegt man dann so Flügel, dann kann man da fliegen. Das ist auf jeden Fall später noch ziemlich wichtig, wenn es auch um so ein paar Geheimausgänge geht. Mit dem gelben Panzer kann man zum Beispiel stampfen. Und ja, gibt es auch da so Späße. Wenn man übrigens noch ein Yoshi-Ei sammelt, wie hier, und man hat schon Yoshi, dann kommt da ein Leben raus. Und hier, das sind die bösen Moles.
Die sind... können ziemlich nervig sein. Hier ist so ein kleines Secret, wenn man so will. Und zwar ist hier oben, wenn man hier hochklettert an der Ranke, so eine Yoshi-Coin. Das ist übrigens auch ganz lustig, wenn man hier nicht auf dem Yoshi drauf ist, ist die Musik anders, wenn ihr mal horcht. Wenn ich jetzt auf dem Yoshi drauf bin, dann ja, sind da noch so ein paar Drums extra. Was ziemlich cool ist, finde ich. So, hier Pilz und noch Mole. Und wenn man genug von diesen Äpfeln gesammelt hat, dann ja, dann scheißt Yoshi sozusagen einen Pilz. Hier ist auch ganz cool, hier kann man mit dem Yoshi so runterspringen. Und das sind Münzen drin. Und hier in dem dritten Block, der jetzt auf mich zufliegt, hier ist ein Leben drin. Und in allen anderen ist eine Münze drin. Das ist so ein kleines Secret. Genau, hier kann man dagegen stoßen, gegen diese Dinger. Dann droppt hier der P-Switch runter. Und dann kann man hier auch hochgehen und Sterne abgreifen. 28 an der Zahl. Dann haben wir schon 54 mehr als die Hälfte, die wir brauchen, um gleich in den tollen Secret Room zu kommen. Ja, dann kommen wir ohne Umschweife gleich weiter. Yoshi's Island 3. Mit einer verdammt coolen Musik. Und hier kann ich mal so ein bisschen durchrushen. Das sieht auch schon ein paar neue Elemente. Hier kann man übrigens runterdroppen. Das hier wäre alles quasi, ja... Fallen gewesen, wo man runterfällt, aber dadurch, dass ich diesen Switch Palace aktiviert habe, sind hier solide Blöcke. Ansonsten würde ich da runterfallen. Diese Dinger hier, die drehen sich einfach nur im Kreis. Nichts Wildes. Oh. Oh Gott, nein, Yoshi bleibt da. Oh Gott. Da wäre es schon fast passiert. Wenn man, ja, also wenn man getroffen wird, wird man einfach kleiner. Und wenn man Yoshi hat, dann verliert man einfach Yoshi. Da hat man sozusagen noch einen Zusatzhit am Start. Diese Stange hier, die hier, diese Mittelstange hier, das ist quasi die Mitte des Levels und falls man sterben sollte während eines Levels, dann kann man ab dem Punkt wieder anfangen. Was ganz gut ist. Ihr seht hier oben, also ganz oben in der Mitte ist auch so ein, die Pflanze drin und die droppt dann runter, falls man getroffen wird und nur noch klein ist, dann kann man das sozusagen direkt nehmen und ja, ist dann wieder groß. Hier ist auch ganz cool, wenn man mehr als 30 Münzen hat, dann kommt hier nur mal sein Leben raus, aber in dem Fall nicht. Weiß ich jetzt nicht warum. Ich kenne mich wohl doch nicht so gut aus in dem Spiel. Oh, da wollte ich einen Trick machen. Der ist leider nicht so gut gegangen. Und zwar kann man hier so Yoshi vorschmeißen quasi und dann da hochspringen und dann wieder auf Yoshi landen. Was eigentlich ein ganz cooler Trick ist, aber das hat leider nicht funktioniert. Macht aber nichts, weil wir Yoshi im nächsten Level eh nicht brauchen und oben im Schloss können wir Yoshi auch nicht mitnehmen, deswegen halb so wild. Hier ist so ein bisschen Wasserlevel. Ist eigentlich nicht weiter schlimm. Man sollte nur nicht ins Wasser fallen, weil da lauter Fallen sind. Hier kommen dann immer so Kugeln. Da müsste jetzt gleich eine kommen. Genau, hier so eine. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Hier gibt es auch einen ganz coolen Trick und zwar kann man hier mit dem Panzer, den kann man nach oben schmeißen. Und dann droppt hier quasi dieser P-Switch aus, den kann man drücken und dann kann man sich hier einen Stern holen und kann hier einfach mal durchsausen, da mit dem Stern kann man alles platt machen und wenn man, ihr hört schon, da wird die Melodie immer höher und wenn man dann mehr als 8000 Punkte quasi gesammelt hat, ich weiß nicht, wie viele Gegner das genau sind, dann kriegt man Leben für alles. So, 27 und da haben wir auch schon die 100 übertroffen, yay! Jetzt kommt der coole Bonus-Room. So, dieser Raum hier ist ganz einfach. Das ist wie ein Tic-Tac-Toe-Spiel quasi. Das ist in der Mitte der Pilz. Und man kann hier dagegen springen, dann haltet dieser Block an. Und das ist entweder halt der Stern, der Pilz oder die Blume. Und dann muss man einfach Dreier reinbilden. So, das war perfekt bis auf den Pilz in der Mitte. Also es waren jetzt 4 Dreier rein und deswegen, ja, 4 Leben. So, und jetzt kommen wir zum ersten Schloss, was auch das Finale der ersten Episode ist, Iggy's Castle. Also Yoshi hätte man hier sowieso nicht mitnehmen können, das geht in Schlösser leider nicht. Das hier ist übrigens ein sinnloser P-Switch.
Der ist für nichts gut. Warum auch immer. Oh, das war nicht klug. Aber nichts weiter passiert. Übrigens, dieser P-Switch, das habt ihr gerade gesehen, er macht die Münzen zu Blöcke und umgekehrt. Hat aber auch keinen größeren Zweck. Und das war beides nicht klug. Übrigens, wenn man klein ist und durch den Mittelpunkt geht, zata, dann wird man groß. Hier sind so große Stampfteile, die sind aber nicht weiter schlimm. Kann man sich auch verstecken, man kann sich auch natürlich nach unten ducken und dann kann man den so ein bisschen ausweichen. Oder man wartet einfach, wie in diesem Fall, dass sie durch sind. Sehen bedrohlich aus, als sie sind. Man kann ihn ja eigentlich super einfach ausweichen. Deswegen auch nicht weiter schlimm. Und hier ist das... der Finalraum. Und da ist auch schon Iggy. Iggy, hey, was geht? Altes Haus. Und tschüss. Ja. Das war der erste Boss, Leute. Das war Iggy. So, und wir haben das Ei gerettet. Thank you. Dumm. So, Mario hat den Dementner, weiß ich nicht, was das heißt, Iggy Cooper in Schloss Nummer 1 besiegt und Yoshis Freund gerettet, wer in ein Ei gefangen ist. Und zusammen reisen sie nun ins Donutland. Toller Name. Ja, und ihr seht schon, da ist noch jede Menge mehr von der Welt, aber das erkunden wir alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Super Mario World mit Martin und auf Totally Nuts. Also schaltet ein, bis dahin, Leute, und tschö, tschö.